Hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem neuen Video von Last Epoch. Ja, ich habe einen Bild gemacht, der eigentlich sehr gut ist, habe längere Zeit gebraucht, deshalb kamen keine Videos. Ich schaue aber, dass es wieder ein paar, ja, mehr Videos gibt auf YouTube. Ich bin halt sehr lange, immer so 9 Stunden, bis zu 9 Stunden oder noch mehr bei Twitch unterwegs und Livestreame, und deshalb habe ich da nicht immer Zeit natürlich oder einfach auch nicht immer Lust, je nachdem wie es mir geht oder so, wie viel Sport ich mache und so weiter. Aber ich hoffe, es kommt jetzt wieder öfters, weil einplanen kann ich schon. Muss ja auch nicht 9 Stunden leisten. Aber das eben auf twitch.tv/dragobasler. Und jo, bald beginne ich mit einem Spiel, das eigentlich Ähnlichkeit hat mit Last Epoch, wahrscheinlich aber nicht so gut werden kann, weil es über Roblox ist. Aber wir mal schauen. Also, ich habe geplant, hier auf Sundering Thorns zu gehen. Und ich habe mal hier den oberen Weg genommen, weil Away, also so eine Nova, ist eigentlich ziemlich geil. Und es ist wirklich geil. Es macht viel Damage und, ja, es ist nicht so schlimm, dass sie nicht mehr homen, weil die treffen eigentlich sonst immer. Auch ohne, also nur geradeaus treffen sie auch immer die Gegner. Und eben hier unten, das blockt schon mit 7% mega gut, jetzt habe ich schon 14%. Und hier auf Erfen Assault, damit natürlich die 4%, die 4 Sekunden. Ja, runtergehen auf, ich weiß nicht, ich kann nicht rechnen. Prozentuell rechnen kann ich nicht so gut. Aber wahrscheinlich sehr gut runtergeht. So, also mehr als die Hälfte sicher. Knapp über mehr als die Hälfte. Ja, knapp über die Hälfte, also 2 Sekunden immer. Okay, also legen wir los. Ich zeige euch, wie ich das so plane. Also den Säbelzahntiger mache ich auch auf Cold Damage. Die Toten sind ja auf Cold Damage. Also auf Anfrieren. Und alles andere macht dieses Ding voran. Sieht lustig aus, weil sind mich irgendwie an Sacred 2. Oder Sacred 1, diesen Dornen-Ding, ja, Dornenboden halt. Ist echt geil. Und ihr seht, wie viel Damage ich mache. Ist extrem. Ja, ich kann ja nicht Ding. Ich habe jetzt mal die Nebenquests ausgelassen, dort in diesem, in dieser Stadt. Und, ja, mache lieber noch ein bisschen vorwärts, schneller. Mach dann also im Nachhinein, wenn ich jetzt schon Schamane dann bin. Ja, genau, noch du. Deshalb hat jetzt der so wenig Leben wahrscheinlich. Ich wollte den Golem eigentlich nicht besiegen müssen. Naja, Golems sind einfach immer zu zäh. Also man merkt, so eine auf Level 90 plus Gegner werden einfach zu zäh. Sie sind eigentlich schon zu zäh in der Kampagne. Ah, Entwickler, macht mal ein bisschen ein flüssigeres Spiel. So, jetzt mehrere Bilder einfach begraben, weil ich zu wenig Damage mache bei diesen fetten Teilen. Und was bekomme ich? Ja, nur Builds, wo einfach Probleme haben bei diesen fetten Monstern. Also ich hätte gerne mal so ein Shotgun-Bild oder so etwas, was man wirklich die fetten Teile wegsprengen kann oder so. So etwas hätte ich gerne, aber es ist alles Kills sind irgendwie auf Massentötung. Dieses Game leidet leider an extrem AOE. Das ist einfach das Größte. Zum Beispiel, ich spiele gerne Loki im Bannkreis der Götter. Da hat man gar keine AOE-Attacken. Es ist ein komplett anderes Spiel. Es macht irgendwie mehr Spaß. Man ist nicht so abhängig von AOEs. Aber zum Beispiel Path of Exile, ja, da muss ja jeder OP-Spell natürlich so viel AOE haben wie möglich, oder? Das ist einfach die falsche Art von Action-Rollenspielen. Das möchte ich eigentlich mit meinem ersten Roblox, mal Roblox-Spiel, eigentlich mal ein bisschen entgehen. Natürlich ist die Steuerung meist ein bisschen doof dort, aber für mich ist es wahrscheinlich am besten zum Anfangen wegen der Community, die man dort hat. Dass man einfach auch immer wieder Leute hat, die nachschauen, ob es jetzt ein neues Game gibt oder so. Kann ich am besten größer werden als zum Beispiel bei Unity, wie hier Last Epoch funktioniert. Ich habe das Gefühl, ich werde dann auch nicht so
bekannt. Ja, ist halt blöde, wenn man halt nicht Werbung machen tut. Aber gepackt. Nur noch Leute, die mit Werbung irgendwie etwas erreichen, etwas finden oder erstellen können, nur wenn sie ganz viel Werbung machen. Deshalb ist es irgendwie schwierig, einfach ganz normal irgendwie etwas zu erschaffen. Ist schade. Aber gut. Ja. Aber Last Epoch hat langsam gute Beliebtheit, aber es muss endlich auch ein Multiplayer kommen. Erst dann werden gut viele Leute auch zuschauen und streamen. Und ja, auch selber wahrscheinlich mehr spielen. Naja, da muss man noch was mit Geduld haben. Aber ich wette, der Multiplayer wird nicht so gut sein am Anfang. Bin mal gespannt. Beim Singleplayer ist jetzt so einfach, macht es mir mega viel Spaß. Ich weiß nicht, wieso 99% von anderen Spielen nicht so viel Spaß macht. Ich bin halt einfach anders, oder? Ich bin halt einfach einer, der oldschool ist, der halt einfach Singleplayer-Rundspiel spielen will und so. Und nicht gerade jedem Hype nachgeht. Und deshalb, ja. Sind auch nicht immer alle Leute so motiviert, mir zuzuschauen, klar. Aber das ist ja schon viel besser geworden. Und irgendwann werden sie sich auch mal dann mit mir anfreunden können und alles mir zuschauen. Auch die Leute, die natürlich nicht so gerne nur Singleplayer-Sachen schauen oder mit anderen Kollegen Sachen schauen. Ich habe irgendwie das Gefühl, wenn ein Kollege irgendwie reinkommt in ein Game, also mitredet oder so, hauen die meisten Zuschauer wieder ab. Es ist wahrscheinlich einfach, man muss ein bisschen sagen, nee, wenn du jetzt ein so schlechtes Headset hast, dann darfst du nicht mit Livestream. Das haben einfach die besten Kollegen von mir, einfach die schlechtesten Headsets. Und beides irgendwie. Ich mache ja sehr gerne immer etwas mit Kollegen und irgendwie kann ich es auch selber nicht so lange mit Kollegen machen. Die so ein schlechtes Headset haben. Ist ein bisschen schade. Es tut eigentlich immer an der Technik fehlen. Bei mir ja irgendwie die Grafikkarte und das Headset und bei anderen, also das Headset mit dem Wackelkontakt und bei anderen Stimmlage, Stimme oder so. Allgemein. Es wackelt halt immer irgendwie, weil die Technik meistens extrem teuer ist. Hat extremst schlecht designt. Also alles, was mit Technik zu tun hat, mit Hardware oder mit Spieltechnik, hat irgendwie wo Probleme, Bugs, kaputt, alles mögliche. Naja. Okay, 2. Sein Unique und ein Set. Beides natürlich den üblichen Abfall. Jetzt werden wir nämlich schon mal, ne? Und das Schamane haben wir dann halt natürlich mehr auf Totem, aber auch irgendwie, wenn man Totem platziert hat, dass man zum Beispiel mehr Damage drückt. Das ist eigentlich heftig stark. Die Totems, die tun auch sehr gut pullen, also man ist viel zäher. Ich habe jetzt noch nie mit diesem Charakter einen Heiltrank trinken müssen, noch nie. Die tanken so gut. Die tanken eigentlich immer alles. Und wenn ich getroffen werde, dann haue ich kurz ab. Die Toten tanken weiter. Und ich heile mich so mega schnell als Primalist noch. Und jetzt das Schaman wahrscheinlich dann noch schneller heilen. Und irgendwie, wenn ich Totems platziert habe, habe ich danach mehr Leben und alles mögliche. Ich zeige es euch nachher gleich nochmal. Im Ganzen, was ich einfach so geplant habe. Ich hätte wirklich noch keinen anderen Spell. Ich hätte gedacht, ich nehme noch Wirbelwind oder Avalanche, aber beides sind Spells, die man jetzt nicht unbedingt so braucht, um ja, ich will lieber auf Totems setzen, also auf Torn-Totems und nur auf Eistorns, genau, noch dazu. Weil ich kann die Eistorns, glaube ich, nein, die Totems auch noch umstellen auf Autocast, dass sie irgendwie mit einem Blessing oder so gecastet werden. Das möchte ich da noch machen. Und dann wirklich nur noch straight Ice Stones spammen und alles mögliche. Das wäre sicher geil. Und ja, ich weiß nicht, ob ich jetzt den
Säbelzahntiger noch brauchen, dann aber mal schauen. Eisnow ist sicher nicht. Gut. Weil die casten dann automatisch Eisnow. Ja, und da hat man immer irgendwie Bewegungsprobleme. Dass man zwar draufklickt, aber es nichts passiert. Also was man mit 10 Attunement bekommen wir noch. Ja, und Elemental Protection ist ja sowieso eigentlich eher das Schwächste, habe ich irgendwie das Gefühl, von den Resistenzen. Oder eher das Stärkste von den Resistenzen her, weil die Gegner nicht immer so oft irgendwie Elemental Spells casten. Aber trotzdem, ja. Eben, es ist schon ein bisschen profitabel. So. Wir sind Schamane. Jetzt zeige ich euch kurz den passiven Skilltree noch. Vom Schaman, was ich da eigentlich so geplant habe. Ist eigentlich immer sehr einfach zu skinnen. Sind Path of Exile, sind die Charakterklassen eher schwer zu skinnen. Da hat man auch ein bisschen mehr Auswahl. Aber in Last Epoch hat man irgendwie immer ein Ziel. Und dem Ziel geht man nach. Also wenn man Tanky sein mag, geht man auf Glancing Blow und Dodge oder so. Oder auf Ward. Und wenn man Schaden machen will, geht man auf diese Sachen, die halt der Skill auch macht. Also wenn er Melee ist, geht man auf Melee. Wenn der Spell Cold ist, dann geht man auf Cold Damage und so. Und das ist das Skillen eigentlich eher einfach. Aber für mich jetzt schon langsam. Beim Schamanen gehe ich eigentlich immer auf die Toten-Nots, damit ich ein bisschen defensiv und ein bisschen, ja, die Toten-Sachen ein bisschen mehr Schaden machen. Attunement gehe ich natürlich. Und eventuell auch auf so Freeze-Sachen, aber ich habe ja im Toten das Freezen ausgemacht, also bringt es gar nichts mehr. Dann gehe ich lieber auf defensive Sachen nochmals. Und hier ganz oben gehe ich auf Spell Damage per Aktivtoten, das bringt natürlich sehr viel Damage noch für Ice Taunts. Ja, einen Punkt natürlich hier rein. Und ja. Hier natürlich bei Primo ist dann irgendwann mal noch auf Totems ein und Poison und ja, Health. Genau. Und eventuell bei Druiden haben wir noch etwas. Vielleicht Armor Shred oder Armor Penetration. Manchmal heißt es Armor Shred und manchmal heißt es Armor Penetration. Das ist es ist unterschiedlich. Ja, Vitalität können wir gehen. Ja, und das gehen wir auch vielleicht noch. Attunement natürlich. Ja, ich denke, wir können alles bis Level 100 dann verbrauchen. Bei manchen Bild habe ich irgendwie das Gefühl, man kann nicht so viel verbrauchen oder man braucht viel zu viele SK-Punkte, um alles zu nehmen, was man eigentlich dort hat. Bei diesem Bild habe ich irgendwie das Gefühl, man kann alles nehmen, was man jetzt wirklich braucht. Und das ist toll. Also das macht schon recht viel Motivation, ein Bild weiterzumachen und so weiter. Und das ist schon sehr stark, also vor allem defensiv. Beziehungsweise er wird jetzt sowieso sehr, sehr defensiv. Jetzt als Schamane haben wir eben diese, wenn man einen Toten platziert hat, Defensive. Das ist sicher sehr stark. Weil man tut ja mehrere Totems auch platzieren. Da ist man. Ob man das jetzt irgendwie auch richtig hochbringen kann, weiß ich nicht. Also, dass man jetzt wirklich ganz viele Totems platzieren kann. Aber ich habe doch irgendwie ein Idol, gestern oder vorgestern war es, glaube ich, gefunden, das automatisch irgendwie Totems platziert, so Schritt-Totems, also so Kreisel, wo Schaden machen, ganz in der Nähe vom Gegner, vom Toten. Das wäre doch etwas. 56, 55. Ist besser. 26, 353. Okay. Ich habe Void Damage geht runter, aber ich kann ja beide machen. Und hier haben wir. Schlecht.
Okay. So. Und die Sachen hier rein. Jetzt haben wir dann bald den Stab. Den 26er Stab. Und auf Level 33 Frozen Iron. Aber das muss ich jetzt nicht unbedingt haben. Ja, ist ja eher für die Totems dann. Genau. Was wollte ich noch machen? Auch nicht verkaufen. Da ist der Händler. Verkaufen. Also. Jetzt schauen wir mal, wie viel Damage wir hier machen, weil hier haben wir echt zähe Gegner manchmal. Ist sicher, jo. Sehr interessant. Weil wir so viel Damage machen. Die machen irgendwie mehr Spaß, wenn Gegner schneller down sind. Also, wir haben 7 und Spend Points, weil wir hier auf 20 geblieben sind. Deshalb gehen wir mal auf Attunement. Und hier einen Punkt. Und jetzt einen Punkt hier hin. Da müssen wir voll machen. Wir brauchen ganz viele Attack Speed. Also Cast Speed. Ja, und Storm Tornado haben wir jetzt. Selbst die Totems machen viel Damage. Das hat auch wegen Attunement. Aber eigentlich machen wir selber am meisten Damage. Wir müssen ja auch am meisten Damage machen. In den Dornen. Die müssen ja den Hauptdamage machen, weil die schon jetzt am meisten Damage machen. Wenn man jetzt nur auf Totem-Damage gehen würde, dann hätte man wahrscheinlich nicht so viel Damage. So. Da gehen wir jetzt auch auf Geschosse, die in eine Richtung gehen. Für ein bisschen mehr Treffer geben. Ja. Schwierigkeitsgrad steigt halt immer stark an hier und das sieht man dann immer in diesem Gebiet, ob man jetzt genug Damage schon macht oder nicht. Kann man immer schauen, ob jetzt der Bede das wird oder nicht. In diesem Akt, das ist glaube ich Akt 4. Ja, man trifft halt nicht so gut diese Boten, also diese Beschwörungen von Unkeiren. Das ist einfach ein Hauptproblem bei solchen AOE-Builds oder so. Sie werden nicht so gut getroffen. Sie buggen ein bisschen, dass der AOE durchgeht und dann nicht getroffen wird. Also zum Beispiel so drin bleiben, das geht gut. Da machen wir viel Damage. Einfach drin bleiben und so ganz nah dran bleiben. Das ist immer gut. Und jetzt, wo ich endlich wieder ein paar weniger, also OP-ere Beats nehme, macht das Spiel auch wieder viel mehr Spaß, weil das Spiel soll ja nicht unbedingt so mega nervig sein, die Gegner so mega Zeit haben, auch ihr Space zu casten und so, und sollte OP sein, damit man auch wirklich Spaß hat. Das ist in diesen Spielen. Das wächst ja nicht im Schwierigkeitsgrad, sondern im Fortschritt und so, oder? Und deshalb macht das Spiel mehr, machen diese Hack'n'Slays mehr Spaß, wenn man Fortschritt hat. Und Last Epoch macht das sehr gut, dass es sehr wenig Grinding ist, bis man mal irgendwie so Level 70 oder so ist. Dann kommt schon wieder Grinding, weil man muss ja irgendwie craften und alles mögliche Items finden, die wirklich top sind für einen und so. Dann kommt das Grinding schon. Aber dann hat man meistens immer mehr Motivation, als jetzt am Anfang schon zu grinden müssen. Also wirklich grinden müssen und das ist einfach am motivierendsten, dass ich jetzt Last Epoch spiele und nicht irgendwie Diablo 3 oder sonst im Game. Natürlich Path of Exile ab dem 20. oder 19. Juni mit der neuen Season. Aber das ist definitiv wieder eine Grindliga wegen den Pflanzen und so, die man anpflanzen muss. Ich denke, Last Epoch wird immer noch mein Lieblings-Hack'n'Slay bleiben. Egal wie gut eigentlich Path of Exile werden will. Es
kann irgendwie nie so richtig motivieren wie Last Epoch. Also ich liebe Path of Exile. Aber ich habe immer das Gefühl, es ist so ein Asia-Grinding-MMORPG als ein Hack'n'Slay. Und deshalb habe ich es nicht so gerne. Last Epoch ist kein Asia-Grinding-MMORPG. Es ist kein MMORPG, es ist nur ein Hack'n'Slay. Das noch nicht einen Multiplayer-Modus hat. Und deshalb ist es viel motivierender für mich. Ich brauche kein Asia-Shit. Es gibt gute Games in Asien. Aber so Grinding-Zeugs, das brauche ich nicht. Das ist für mich zu langweilig. Ja. Und was ich eigentlich machen will, ist ein deutsches Hack'n'Slay. Also wirklich mit Story, mit guten Gegenständen, die motivierend sind, die man auch braucht und so. Mit NPCs, die auch mitkommen und eine Story haben, auch mal stärker werden und so weiter. So Sachen brauche ich jetzt. Nicht immer nur Hack'n'Slay. Nicht immer nur ballern, ballern und Gebiete wiederholen, Bosse wiederholen, alles mögliche. Das sind echt motivierende Sachen. Zum Beispiel auch Dungeons, wie bei The Legend of Zelda. Unterschiedliche Monsterarten und so. Und vor allem einfach auch Hauptmerk auf die Dinge machen. Erste Mal eine Heiltank verwendet, aber auch nur wegen der Reaktion. Mann, die sind einfach immer zu zählen. Naja, das ist auch eben diese eine Abschlussattacke, die macht einfach mehr Schaden. Gut, dass wir das aushalten können schon. So, das ist jetzt Eisvordex, aber das trifft irgendwie nicht so gut. Ja, ich werde wahrscheinlich respecken und dann unten durchgehen. Zuerst mal beide skillen. Ja, wahrscheinlich gehen wir doch auf Frost Nova. Ich würde jetzt einfach Ice Vortex nehmen, es ist eigentlich auch sehr stark. Also es ist stärker. Ziemlich stärker. Ja gut, du bleibst halt oben, Säbelzahntiger. Ja, die KI, die wäre auch nicht schlecht, mal ein bisschen zu verbessern. Okay. Das ist eigentlich für mich immer das Hauptproblem, dass die Monster oder so Totems einfach mal irgendwie das Falsche angreifen. Die eigentlich gar nicht töten will. Die nicht im Weg sind und ja, wenn man auch vorwärts machen will. Zum Beispiel bei Grimdan hat man so eine Einstellung, dass man wirklich die Minions so machen kann, dass sie nur Monster attackieren, die wir auch attackieren. Nur haben wir dann meistens nur ein Petbait und dann ist es wieder zu passiv und dann stellt man wieder auf aggressiv. Ja, in Grimdan sollten eigentlich Minions auch nebenbei besser benutzbar sein, wenn man nicht auf Minion Damage oder so geht. Nein, das ist halt schwer zu spielen. Grimdan möchte ich eigentlich auch wieder mal bringen. Könnte ich ja eigentlich auch machen. Eine Video, also ein Let's Play über Grimdan. Auch erst kürzlich ein Patch. Ja, oh, wie man einfach nicht ablaufen, weglaufen kann, weil irgendwas im Weg ist oder gestunt wird oder sonst irgendwas. Das ist unglaublich. Hey, jetzt bin ich schon wieder fast. Ja. Diese Schockmomente habe ich erlebt. Das ist ja schlimm. Wie sagt man? Jumpscares. Boy. Ich denke immer, ja, es könnte ja auch kritten und mich dann töten. Aber dass man nicht weglaufen kann und diese Grafik, also die Spell-Grafik, oder? Einfach alles überdeckt, dass man nicht weglaufen kann. Das ist nervig. Das passiert mir immer wieder, dass ich einfach weglaufen will, aber ja, der Sprung nicht geht und man nicht weglaufen kann und dann einfach diesen AOE aushalten muss.
Das ist so nervig, ey. Gott. Also ich würde am liebsten das Game übernehmen und alles kurz fixen. Einfach nur zum kurz fixen und dann wieder verkaufen. Eieieiei. Ist die Entwickler da, nichts machen. Ja, nächster Patch wahrscheinlich. Ja, wieder grafische Verbesserungen. Und, neue Spells, die auch wieder so schlecht balanciert sind. Ja, die Entwickler müssen endlich mal lernen, die Hausaufgaben zu machen. Das ist das Schlimmste. Und deshalb bin ich auch immer wieder so ein bisschen, ja, demotiviert. Das Spiel macht schon manchmal ein bisschen deppig, aber gut. Ich hoffe einfach, wenn die Entwickler wachsen, wird das endlich mal dann gefixt und dann haben sie endlich auch Zeit oder Lust, das zu machen. Ja, wird schon gehen. Die Spieler einfach immer wieder zu nerven, weil irgendwas nicht balanciert ist oder auch viel zu schnell passiert, oder? Es sollte eigentlich länger gehen, bis die explodieren. Keine Ahnung, wieso die Entwickler das so schnell gemacht haben. Es ist einfach alles im Bildschirm, diese Nova, diese Reichweitenanzeige hat und nicht mehr laufen kann, weil die Reichweitenanzeige wahrscheinlich das Laufen auch irgendwie blockiert. Das sollte eigentlich gemacht werden. Das muss gemacht werden. Wieso kennen die Leute, die Entwickler nicht diese Pflichten? Weiß es auch nicht. Zum Beispiel erst kürzlich ja wieder World of Warcraft gespielt und da gibt es auch immer noch mega Probleme. Wieso fixt zum Beispiel Blizzard in einem so alten Spiel, 16 Jahre alt ist, glaube ich, World of Warcraft, nicht endlich mal die Sachen, die mich auch dort plagen. Und vielen anderen auch plagen. Keine Ahnung. Ganz ehrlich nicht sagen. Fragen über Fragen. Aber es ist ja eben keine Pflicht. Also Entwickler müssen ihre Spiele eigentlich ja gar nicht gut machen. Sie wollen ja nur Erfolg haben, und deshalb müssen ihre Spiele besser werden. Nur sie bekommen halt nicht den Erfolg, den sie wahrscheinlich verdienen, weil sie das nicht fixen. Also wenn Probleme in einem Spiel gibt, wie zum Beispiel Steuerungsprobleme, wie bei Last Epoch, da muss das gefixt werden. Das Hauptaugenmerk muss darauf gerichtet werden. Damit man natürlich auch die Leute nicht vertreibt, die Spieler. Und ja, das machen die wenigsten Entwickler eben. Es braucht einfach viel zu viele Punkte. Also, es sind 8 Punkte hier und hier ist nur ein Punkt. Oder wir gehen nur unten durch, aber machen diese 7 Punkte nicht ein. Ja, ich werde wahrscheinlich den Bild noch ein bisschen weiter spielen. Im Livestream jetzt dann. Wenn die Folge oben ist, kommt gleich noch der Livestream dazu. So eine halbe Stunde später wahrscheinlich, damit ihr noch Zeit habt, das Video zu schauen, klar. Aber, es geht alles auf Ausprobieren halt. Ja, es bringt eigentlich nur hier unten durchzugehen. Hier oben durchzugehen, genau. Hier oben durchzugehen. Also machen wir hier nochmals 5 Punkte rein. Und gehen dann dort oben durch. So. Also jetzt sind wir hier und die Folge ist vorbei. Ja gut. Dann gehen wir dann im Livestream nochmals hier hin. Und spielen weiter. Tschüss.